Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Martina Baumann von der Verwaltungszentrale der Firma Tippens System und möchte gerne mit Hans-Herbert von Rudersdorf sprechen. Von Rudersdorf ist am Telefon, ja. Was kann ich tun für Sie? Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüße Sie auch, hallo. Hallo, Herr von Rudersdorf. Und zwar hatten Sie vor einiger Zeit mit eins unserer Kollegen gesprochen gehabt. Da ging es eben um Ihr Lottospiel 12 aus 49. Und jetzt bin ich gerade dabei, für Sie alles fertig zu machen und auch Ihnen die Spielzahlen zuzusenden. Müsste zuvor noch einen kleinen Datenabgleich mit Ihnen machen, um zu sehen, ob wir alles richtig erfasst haben. Dauert 2 Minuten. Ist das in Ordnung? Was war das? 12 aus 49? Yes. Ist das jetzt verdoppelt? Es ist 12 aus 49. Ja, dauert nur 2 Minuten. Ich lese vor. Nee, ja, ich meine ja, das heißt so eigentlich 6 aus 49. Ist das jetzt doppelt geworden? Das ist doppelt geworden. Ist das die Bonusrunde sozusagen? Sozusagen, ganz genau. Dauert 2 Minuten, ja? Nee, Sie sagen mir, ob das korrekt ist. Was denn? Das, was wir haben von Ihnen, ob das korrekt ist und was zum Spiel, werde ich Ihnen mitteilen. Das Gespräch wird ja auch zu Ihrer und zu unserer Sicherheit aufgezeichnet. Nehme an, das ist kein Problem. Ich habe hier Hans Herbert von Rudersdorf mit Doppel-F. Genau, das ist mein Name, da sind Sie hier richtig. Okay, so, und jetzt habe ich dann auch eine Adresse, das Lutzbeckstraße 126 in Bayreuth. Was haben Sie da stehen? Ich habe es nicht verstanden. Lutzbeckstraße. Nee, da habe ich nie gewohnt. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig? Nein. Und Bayreuth auch nicht? In Bayreuth habe ich da bin ich geboren und aufgewachsen, aber das ist 60 Jahre her. Ich wohne da schon ganz lange nicht mehr. Hans-Herbert von Rudersdorf wollen Sie haben, ja? Hans-Herbert von Rudersdorf, ganz genau. Nun gut. Da wird das schon richtig sein, aber die Anschrift ist, da ist irgendwas durcheinander gekommen. Also Sie sind auf jeden Fall am 4.9.1951 geboren. Das ist mein Geburtsdatum, ja. Genau. Das hat sich nicht geändert. Genau. Und Sie sind ja auch Kunde bei der Sparkasse Zwickau. Ja, woher wissen Sie das denn? Ja, weil Sie doch mit den Kollegen schon gesprochen hatten. Sonst hätten wir es doch gar nicht hier. So, und die letzten 4 Ziffern Ihrer Kontonummer ist 1081. Das ist doch auch richtig. Sie wissen ja alles über mich, nur die Adresse scheinbar nicht. Dann hatte wohl der Kollege das nicht richtig aufgenommen. Welcher Kollege war das denn? Wie heißt der denn? Das habe ich hier nicht vorliegen. Ich habe nur die schöne Aufgabe aus der Verwaltung eben zu kontrollieren, ob die Daten stimmig sind. Ach so, ja. Wenn sie stimmen, sind ne? sie nicht. So weit sind wir jetzt ja schon mal. Da ist nur die Frage, wenn Sie sagen, ich bin da schon eingetragen und das ist dann die ganze Zeit eine falsche Adresse, da sind mir jetzt ja die ganzen fetten Gewinne entgangen. Ja, wenn Sie mitspielen möchten, also zumindest gehen wir mal davon aus, Sie sind informiert über die Leistung der Tipp mit System. Können Sie das denn mal nachprüfen? Was habe ich denn bisher gewonnen, wenn da gar keine Anschrift drin steht? Da habe ich das ja nicht bekommen. Nehme ich Sie jetzt hier raus und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wie Sie wünschen. Also Sie können auch mitspielen, dann werden Sie eben im Dezember, im November, Dezember und im Januar mit dabei, können sich überlegen, ob Sie dann weiterspielen möchten. Sofern Sie nicht kündigen, sind Sie eben weitere 3 Monate mit dabei. Und zwar am 12. Systemlotto jeden Samstag die automatische Teilnahme an
Viererziehung pro Monat und jeweils einer Tippreihe und ihrer vertraglichen Laufzeit, welche 3 Monate beträgt und sich eben automatisch um weitere 3 Monate verlängert. Ja, ja. Ja. Punkt 89 Euro. Da sind wir ja schon gewesen. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass die Anschrift nicht stimmt. Genau, jetzt können Sie mir sagen, ob Sie es zugeschickt haben möchten oder nicht. Und wenn nicht, dann haben wir eben mal einen schönen Abend. Wir müssen das ja korrigieren. Also ich weiß nicht, ob Sie mich richtig verstanden haben, aber ich wohne denn da nicht. Soll ich Ihnen die neue Postleitzahl durchgeben? Ja, wenn Sie spielen möchten, ja. Ja, es ist im Prinzip 91448. Das ist die 9144. Und die 8? Ja, das ist in Emskirchen in Mittelfranken. Emskirchen, ja. Und die Straße dazu? Hava bitte? Die Straße. Strafe? Warum denn? Möchten Sie, sind die Anschrift? Die Straße. Tut mir leid, ich höre nicht mehr so gut. Ich habe Strafe verstanden. Ja, die Straße. Nein, nicht Straße, Strafe. Wie vom Gericht die Strafe. Ich dachte, weil der hat das ja falsch eingetragen dort. Ne? Nicht, dass der dann Ärger kriegt, weil das war ja so ein ganz junger Kerl, der hat hier schon ein paar Mal angerufen. Ne? Ja, genau. Der war, glaube ich, noch neu bei Ihnen. Ne? Ja. Ja. Genau. Ja, und welche Straße ist es denn nun? Bitte? Welche Straße sind Sie denn jetzt wohnhaft? Ach so, ja, das ist Alt-Schauerberg. Moment. Also es ist ein Wort, alt wie neu, Schauer wie schaurig und Berg wie der Hügel, ne? Genau. 8. Und die auf der 8, alles klar. Dann danke ich Ihnen. Dann mache ich auch einen kleinen Eintrag, dass die Straße falsch war. Das wäre hilfreich. Jetzt ist Frage, der hat das letzte Mal gesagt, ich wäre ja schon da drin im Prinzip. Jetzt richtig, ist nur die richtig. Frage. Nur meine schöne Aufgabe besteht darin, das Ganze zuzusenden. Genau. Damit, das habe ich verstanden. Also und meine schöne Aufgabe, Sie nochmals darauf hinzuweisen, dass es eben das 12er-System Lotto ist für jeden Samstag automatische Teilnahme an 4 Ziehungen pro Monat und jeweils einer Tippreihe und Ihre Vertragslaufzeit, welche eben 3 Monate beträgt und sich automatisch um weitere 3 Monate verlängert, sofern Sie vorher nicht kündigen. Bitte nicht so schnell, ich komm nicht hinterher mit dem Aufschreiben, das war jetzt zu schnell. Okay, also die Teilnahme. Was soll ich jetzt machen? Tut mir leid, ich war gerade auf dem Weg ins Badezimmer, als Sie angerufen haben. Die brauchen gar nichts zu tun, nur ganz kurz zu lauschen und dann machen wir es eben fertig, dann bekommen Sie es zugesendet. In Ordnung. Und wenn Sie nach 3 Monaten also weiterspielen möchten, dann sind Sie mit dabei weitere 3 Monate. Und wenn nicht, dann einfach nur kurz anschreiben, dass es eben nur 3 Monate laufen lassen möchte. Wohin denn schreiben? Da steht alles in den Unterlagen. Die bekommen Sie ja zugeschickt. Aber Sie haben die Adresse geändert, ja? Nicht, dass das ins Leere läuft wieder. Nee. Also, was haben Sie jetzt aufgeschrieben? Nur noch mal zur Sicherheit. Alles gut. So, das ist 91448 Emskirchen, Alt-Tauerberg 8. Ganz genau, ne? Damit das auch richtig ist. Jetzt können Sie mir aber noch mal einen großen Gefallen tun, weil ich weiß jetzt ja nicht, wie lange das schon falsch da drin stand. Gibt es denn Gewinne, die noch nicht ausbezahlt sind an mich, weil die Post nicht zugestellt wurde? Nicht, dass wenn mir das da was entgangen so ist. Wenn das dem so ist oder sein sollte, dann bekämen Sie die eben auch nachträglich dann zugesandt. Ganz klar. Auch rückwirkend. Ja? Dann sollte das auch so sein. Ganz genau. Weil ich kenne das so, wenn Gewinne nicht abgeholt werden, dass das dann weitergeht, an einen anderen Mitspieler.
Ja, okay. Aber ich nehme mal an, dass das eben hier auch dann so gemacht wird. Ne? Ach nee. So, ganz wichtig noch eine Sache. Ja. Wir hatten Ihnen ja auch Gesundheitsfragen gestellt. Und zwar hatten Sie uns bestätigt, dass Sie nicht unter einer gesetzlichen Betreuung stehen und auch keine geistige Erkrankung haben. Das ist korrekt, ja? Da bin ich gerade nicht mitgekommen. Was war die Frage? Dass Sie nicht unter einer gesetzlichen Betreuung stehen und auch keine geistige Erkrankung haben, ja? Das ist korrekt. Ich darf mir erlauben, Herr von Rudersdorf, das eben fragen zu müssen. Das ist da eben, das müssen wir auf jeden Fall auch geklärt haben. Ja, manchmal wird das übersprungen. Ich habe den Zusammenhang jetzt noch gar nicht so ganz. Was ist, ob ich mich an Gesetze halte? Also ich habe mit 19, das war während der Ausbildung, da habe ich mit meinen Mitkommilitonen, da haben wir mal ein Käserad entwendet, ne? Nein, das ist aber nicht mehr aktenkundig, das ist erlassen. Um Gottes Willen, Herr von Rudersdorf, also wir hatten Ihnen auch Gesundheitsfragen gestellt. Wer denn? Also der Kollege. Ach so, der. Der junge Kollege. Der Ahmed. Der Ahmed, ja, wenn er so heißt, dann ist das der. Und zwar hatten Sie ihm bestätigt, dass Sie nicht unter einer gesetzlichen Betreuung stehen und auch keine geistige Erkrankung haben. Das müssen wir immer fragen. Das ist auch korrekt, ja? Was muss ich mir da drunter denn vorstellen, damit ich will jetzt ja nichts Falsches sagen? Also, Sie haben keinen Betreuer, der zu Ihnen kommt, den Sie fragen müssen, ob Sie irgendwas abschließen dürfen. Nee, das kriege ich alleine hin. Ich gehe ja jeden Morgen hier also zum Bäcker und dann zum Taubenfüttern im Park meistens. Das Problem ist nur, dass die jetzt dann alle wieder in den Süden fliegen. Herr von Rudersdorf, das war's ja schon, kein Gut. Problem, ja? Ja. So, genau. Und Sie haben mir zu Beginn eben unseres Gesprächs auch bestätigt, dass ich mit Hans-Herbert von Rudersdorf spreche, sowie dass Sie für diesen Anruf eine telefonische Werbeeinwilligung gegeben haben. Ist auch korrekt, ja? Bitte? Tut mir leid, was? Also Sie haben eingewilligt, dass wir anrufen dürfen, Herr von Rudersdorf. Also mir hat vorher keiner Bescheid gesagt, aber es geht ja auch gar nicht, wenn die Adresse nicht gestimmt hat, ne? Jetzt richtig. Das da könnt ihr auch nicht zugesendet bekommen. Nee, das also, ist wohl aber wahr. Aber ist es korrekt, dass wir anrufen durften? Also Sie dürfen gerne wieder anrufen, Sie sind eine ganz nette, ne? Ja, wunderbar. Von welchem Haus sind Sie denn eigentlich? Das ist ganz untergegangen jetzt im Gespräch. Ich melde mich von der Verwaltungszentrale der Firma Tipp mit System. Martina Baumann, mein Name. Tipp mit System. Und wo sitzt das Ganze? Da steht alles mit bei. Ja, so. Und wo liegt das? Alles mit bei? Ist das im Bayerischen? Das wird Ihnen schriftlich alles zugesendet. Ich bin nur beauftragt, ist die Frage zu schwierig nach dem Sitz der Firma? Nein, das ist in Nordrhein-Westfalen. Na also, ja? War das so schwierig? Nein, überhaupt nicht. Na also. Nein. Ja, okay. So, und Sie willigen auch in die Speicherung Ihrer Daten und Angaben ein. Ebenfalls erlauben Sie die Weiterleitung Ihrer Daten an Tipp mit System, welche die Daten verarbeitet und für die Abbuchung zuständig ist, und entbinden die Mitarbeiter von Tipp mit System von ihrer Schweigepflicht. Haben Sie bis hierhin alles verstehen können? Ich habe irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Also da war jetzt gerade irgendwas mit Datenverarbeitung. Das ist in Ordnung, damit kann genau, ich leben. Genau. Schweigepflicht also kenne ich nur vom Arzt oder vom Anwalt. Was haben Sie damit zu tun? Das heißt, die Mitarbeiter, die müssen ja was tun. Ne? Die müssen ja abbuchen dürfen. Die dürfen eben auch gucken, dass sie ihr Spiegel zugesendet bekommen. Ja, und all das. Und das macht eben Tipp mit System, die Mitarbeiter. Und dazu brauchen die natürlich die Daten. Und das sind die einzigen Leute, die entbunden werden von der Schweigepflicht. Und die rufen aber die dann Daten an, gehen ja? Nicht raus. Die machen alles schriftlich.
Nee, weil sie ja gesagt haben, die wollen hier anrufen. Das sind dann diese Leute, ja? Nochmal, sie willigen die Speicherung ihrer Daten und Angaben ein, ja, aber eben für TIP mit System. Ebenfalls erlauben sie die Weiterleitung ihrer Daten an TIP mit System. Aber so heißt doch die Firma, wo ich schon eingetragen bin. Warum sollen da denn Sachen hingeleitet werden? Äußerst kompliziert bei Ihnen. Ja, wir müssen das aber eben fragen, aus Sicherheitsgründen, dass eben TIP mit System die Daten verarbeiten darf, ja? Und nur die, so. Und entbinden eben nur die Mitarbeiter von TIP mit System von ihrer Schweigepflicht. Ach so. Das heißt, sie müssen ja untereinander eben auch kommunizieren dürfen. Sonst können natürlich. Sie ja gar nicht mit damit eben nicht umgehen, ja? Ja, sonst klappt das ja nicht, ne? So ist es, ganz genau. Ja? Ist das alles interessant hier, oder? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich Ihnen das gut erklärt, ja? Ja, doch, also ich denke, ich habe es verstanden. Das wird die Zukunft zeigen dann, ne? So, und Sie erhalten innerhalb der nächsten Tage Ihre kompletten Vertragsunterlagen und Informationen per Post sowie die Spielzahlen, ja? Die was, bitte? Sie bekommen die Spielkarten? Zahlen. Ihre Spielzahlen schriftlich. Ich habe ja eine Spielsucht, ne? So. Und ein Vertrag ist ja kein Werbe- oder Infomaterial, auch kein Angebot. Der Vertrag wird ohne Unterschrift wirksam und es wird dann zum 15. Oktober der Gesamtbeitrag von 89 € vom Konto mit der Endung. Mensch, das klingt ja fast gesungen bei Ihnen. Sie sollten es mal im Chor versuchen. Ja, und das ist eben die Sparkasse Zwickau. Ne? Davon wird gebucht. Und zwar von unserem Verwaltungsbüro der RS Assecure. Also nicht wundern, wenn eine andere Firma da erscheint. Auf einmal im Verwendungszweck steht TMS. Mitgliedschaft, TIP mit System und Spielbeginn ist eben der 1. November, damit Sie Bescheid wissen. Aber haben Sie nicht gerade was vom 15. gesagt? Am 15. Oktober wird für den November, Dezember und den Januar gebucht. Dann sind Sie 3 Monate mit dabei. Ach, das geht im Voraus bei Ihnen. Genau, richtig. So, damit Sie Bescheid wissen. Das ist doch klasse. So, ne? Und Sie geben hiermit eben eine telefonische Antragserklärung ab. Die Vertragsunterlagen werden Ihnen zugesandt. Bitte überprüfen Sie den Vertrag. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie einfach zurück. Ja, und das war's von meiner Seite dann auch, ja. Jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Können Sie und denn, ich würde Sie bitten bei der Adresse, ne, damit das auch wirklich ankommt, da muss noch, dass Sie da noch psychiatrisches Krankenhaus drüber schreiben. Und ich habe ja im Prinzip das Zimmer 304, ne, das ist bei den Straffälligen, bei den Kriminellen, da bin ich untergebracht, ne. Oh, nee, ja, dann muss Ich habe früher auch am Telefon Leute abgezockt und dann haben sie mich eingesperrt, ne, weil ich nicht aufgehört habe damit. Vielleicht ziehen Sie mal die Reißleine, bevor die Sie auch einfangen, weil hier in der Forensik ist das nicht so schön, du. Alles klar. Kriminelles Pakt. Dann danke schön, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Ja. Aber ich muss dann leider rausnehmen, ja? Ja, ja, Sie sind ja auch kriminell, ne? Das weiß ich ja seit Beginn des Gespräches. Ne? Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf Wiederhören. Der Arzt hat auch zugehört. Der kommt Sie jetzt einschläfern. Ja, genau. Einen schönen Tag. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter in Antalya? Scheiß, verpiss dich endlich. Leg auf.